Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr eure Spülmaschine reinigen könnt. Und dazu zuallererst natürlich mal aufmachen und dann können wir hier unsere Geschirrkästen entfernen. Den unteren kann ich einfach so rausnehmen und auch den oberen kann man hier einmal komplett ausfahren, dann hier etwas anheben und dann kann ich den so entfernen. Das ist ganz hilfreich, weil so kommt man einfach viel besser an das Innere der Spülmaschine, wo wir jetzt die nächsten Schritte machen müssen. In unserer Spülmaschine gibt es jetzt mehrere Stellen, wo wir eben manuell sauber machen müssen. Das sind hier zum einen die Gummis an der Seite und auch hier unten hinter dieser Gummilippe gibt es dann eben so Fettrückstände, wo wir am besten zum Beispiel mit so einer Zahnbürste auch dahinter kommen. Und hier ansonsten kann man eben mal mit einem Lappen einfach ein bisschen Essigessenz auf den Lappen geben, hier mal durchwischen und die Gummis bearbeiten. Dann kann man sich hier diesen Sprüharm einmal anschauen, den könnte man bei Bedarf auch ausbauen, ob denn hier diese Löchchen frei sind oder ob hier nicht irgendwelche Essensrückstände diesen Sprühkopf eben verschließen. Und dann das Größte, was wir machen müssen, ist hier dieses Sieb. Das können wir einmal aufschrauben, rausnehmen und jetzt sieht man hier auch schon den ganzen Dreck. Und da können wir auch wieder die Zahnbürste zu Hilfe nehmen und einfach unter laufendem Wasser mit bisschen Spülmittel das Ganze eben sauber machen. Genauso hier innen drin dieses Sieb genauso reinigen und dann wieder alles zusammenbauen. So, die manuelle Vorreinigung wäre nun soweit abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Reinigung, wo wir jetzt eben die Rückstände und auch zum Beispiel solche Verkalkungen sauber machen. Kurzer Nachtrag noch, hier zum Beispiel das Fach für das Salz oder auch für den Glasreiniger. Die könnt ihr auch mal aufmachen, nachschauen und gegebenenfalls reinigen. So, die eigentliche Reinigung machen wir zum einen mit Natron und zum anderen mit Zitronensäure. Alternativ kann man dafür auch anstelle der Zitronensäure Essigessenz nehmen. Aber die Zitronensäure, die geben wir nun hier gleich in das ganz normale Fach rein und nicht, dass die dann rausläuft. Also Zitronensäure in Pulverform läuft die eben nicht raus, wenn man die Tür schließt. Und bei Essigessenz läuft das hier eben raus und das wollen wir nicht. Denn wir verteilen nun etwa 2 bis 3 Esslöffel Natron hier unten einfach auf den Boden. Ich kippe das hier einfach so ein bisschen drauf, eben schön den Boden mit bedecken, dass das Natron überall gut hinkommt. Wie gesagt, etwa 2 bis 3 Esslöffel. Und dann kann das Natron erstmal ein bisschen wirken. Man kann das hier auch ein bisschen einwirken lassen, aber ihr könnt es auch direkt fortfahren mit dem zweiten Schritt. Und zwar hier die Zitronensäure füllen wir nun hier in dieses Fach ein und zwar, dass es einfach komplett randvoll ist. So, und die Idee ist nun folgende, dass erstmal das Natron wirken kann und zu einem späteren Zeitpunkt hier die Zitronensäure mit dazukommt und die restlichen Kalkablagerungen entfernt und eben auch einen guten Duft mit reinbringt. So, wir schließen das hier einmal. Schließen unsere Maschine, beziehungsweise davor, ganz wichtig, natürlich noch die Körbe einhängen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, einmal anmachen und ein hohes Programm, also ein Programm mit einer hohen Temperatur auswählen, schließen und einmal durchlaufen lassen. So, mittlerweile ist die Spülmaschine fertig und dann schauen wir doch mal rein. Und wir sehen hier, alles glänzt, sie ist richtig schön sauber geworden. Auch hier diese Kalkverkrustungen sind alle gut weggegangen. Jetzt natürlich noch die Spülmaschine offen stehen lassen, ist ja generell nach jeder Nutzung, dass sie eben schön trocken werden kann. Und ja, das war es von meiner Seite aus. So einfach könnt ihr hier eben eure Spülmaschine schön sauber machen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss.